als du. Immer schärfer zog der Morgenwind über die Berge gegen das Seetal. Dr. Eisler kam mit zwei fremden Herren über die Straße her. Ihnen folgte ein Diener, der eine mit Leder bezogene Kassette trug. Sie gingen am Brucknerhaus vorüber und nahmen den Weg nach Schloss Hubertus. Fritz, der von dem Besuche schon zu wissen schien, empfing die Gäste auf der Veranda, flüsterte mit dem Dorfarzt und führte die Herren ins Billardzimmer. Dr. Eisler ging allein zur Krückenstube. Vor der Tür zögerte er. Dann drückte er die Klinke nieder. Moser erhob sich von seinem Sessel und Graf Ecke bewegte sich im Lehnstuhl. »Doktor, Sie?« »Ja, er laucht. Guten Morgen.« »Na also, endlich!« Graf Ecke wollte sich aufrichten, ließ sich aber wieder auf die Kissen zurücksinken, die seinen Rücken stützten. »Es geht aufwärts, Doktor. Jede Spur von Schmerz ist wie weggeblasen. Jetzt machen Sie aber vorwärts, dass ich bald hinaufkomme. Die Auerhähne sind versäumt. Ich muss mich heuer mit den Spielhähnen begnügen.« Der Arzt ging auf Graf Ecke zu. »Der Schmerz hat also nachgelassen? Er ist weg, vollständig.« »Das wird die Untersuchung sehr erleichtern. Und um mit der Tür gleich ins Haus zu fallen, gestern Abend bekam ich unerwartet den Besuch zweier Kollegen. Es wäre mir lieb, wenn erlaucht gestatten wollten, dass ich meine Freunde zur Untersuchung beiziehe.« Graf Ecke sagte trocken: »Reden wir ehrlich miteinander. Zwei so alte Hasen wie wir brauchen sich keine Kindereien vorzumachen. Diese sogenannten Freunde, da ist wohl Ihr Münchner Wundertier dabei, von dem Sie neulich sprachen. Sie haben da ein bisschen auf eigene Faust bestellt. Stimmt das?« »Ja, er laucht. Zu Ihrem Besten, wie ich hoffe.« Die Stimme des Doktors schwankte. »Und zu meiner Beruhigung.« »Na also, auch das noch. Ich beginne mürb zu werden. Wenn Ihre zwei Katheterbonzen dazu beitragen, mich flinker aus dem langweiligen Blinde-Kuh-Spiel zu erlösen, will ich Ihnen dankbar sein. In Gottes Namen, man soll Sie holen.« »Die Herrschaften befinden sich bereits im Schloss.« »Hui!« Graf Ecke lachte müde. »Das klappt wie der Montag auf den Sonntag. Also her mit Ihnen. Hoffentlich braucht die Geschichte keine weiteren Vorbereitungen.« »Erlaucht können im Lehnstuhl bleiben, ich werde nur die Binde abnehmen.« Geräuschlos hatte Moser die Bretterverschalung von der Fensternische entfernt, den dicken Teppich beseitigt, mit dem die Scheiben verhängt waren, und die Läden geöffnet. Hell brach der Tag in die Stube. Als die Binde fiel, bewegte Graf Ecke blinzelnd die noch geröteten, verschwollenen Lider. Dann hob er langsam die Hände, strich mit den Fingern über die Augen und atmete auf. »Endlich!« Dr. Eisler fragte hastig: »Haben Sie einen Schimmer vor dem Blick? Können Sie sehen, erlaucht?« »Aber Menschenskind, wie soll ich denn sehen können in dieser ägyptischen Finsternis? Machen Sie doch erst die Fenster hell!« Moser stand wie versteinert vor Entsetzen. Und Dr. Eisler sagte mit gepresster Stimme: »Wenn erlaucht gestatten, werde ich die Kollegen rufen.« Er verließ die Stube. Graf Ecke hörte die Tür gehen. »Das ist komisch. Wie hat er denn das gemacht mit der Tür? Oder habt ihr den Flur da draußen auch verhängt? Moser, so nimm doch endlich das schwarze Zeug vom Fenster weg!« Dem Alten kugelten die Tränen über den Schnurrbart. Graf Ecke wurde ungeduldig. »Das Fenster auf! Die Quacksalber können mich doch nicht in der Finsternis untersuchen. Mach das Fenster hell!« »Aber ich bitte, Herr Graf«, stammelte Moser, »ich habe ja die Läden schon aufgemacht. Es ist ja hellichter Tag in der Stube.« »Bist wohl verrückt«, lallte Graf Ecke. »Oder betrunken?« Mit zitternden Fingern fühlte er an seine Augen. »Das ist doch Unsinn! Das ist doch Unsinn!« Ein Dutzendmal wiederholte er diese Worte. Da hörte er Schritte im Flur. Kaum hatte Dr. Eisler den Namen der beiden Herren genannt, als Graf Ecke heiser fragte: »Sagen Sie mir bitte, Sie sind doch durch die Tür hereingetreten, da muss doch Licht in die Stube gefallen sein. Und das Kamel hinter meinem Sessel behauptet, das Fenster wäre hell. Ist das wahr?« Man suchte ihn zu beruhigen. Aus den freundlichen Worten hörte er als Antwort auf seine Frage das Ja heraus. »Wahr!« Keuchend sprang er auf.
krampfte die Hände in seine Brust und schrie: »Ich sehe nichts! Ich sehe nichts!« Er taumelte. Über eine Stunde währte die Untersuchung. Man wollte das grausame Votum in schonende Worte kleiden. Graf Ecke schnitt alle tröstenden Umschweife mit der scharfen Frage ab: »Wollen Sie mir bitte kurz die Wahrheit sagen? Blind?« »Blind. Und keine Rettung mehr?« »Keine. Wäre eine Heilung möglich gewesen, wenn ich früher der Berufung eines Konsiliums zugestimmt hätte?« »Nein, Herr Graf.« Die mit gärenden Aasteilchen vermischten Exkremente der Raubvögel enthielten eine ätzende Säure, die innerhalb weniger Stunden die Augen zerstört haben muss. »Ist noch weitere Behandlung nötig?« »Nein, Herr Graf. Die Entzündung der Lider ist zurückgegangen. Etwas anderes war nicht zu erreichen.« Vom Dorf scholl das Geläut der Glocken. Graf Ecke ließ schwer die Hände fallen. »Warum läutet man?« »Die Kirche muss aus sein, man läutet zum Wettersegen.« »Also morgen? Und draußen scheint die Sonne?« »Nein, Herr Graf, der Tag ist trüb, alles hängt voll Wolken.« »Moser, meine Lichter sind hin, jetzt hat's ein End mit der Jagd.« Da war es auch mit Mosers Selbstbeherrschung vorüber. Marr und Josef, so ein Unglück! Was tue ich jetzt? Wofür lebe ich noch? Ich soll keinen Berg mehr sehen, keinen Wald und keinen Baum, keinen Hirsch in der Brunft, keinen Gamsbock im Gewänd, alles schwarz vor den Augen, und das immer so, einen Tag um den anderen. Das vermag ich nicht auszudenken. Es ist unmöglich, es muss noch Hilfe geben. Moser, es muss auch für mich noch eine Hilfe geben. Moser, da fällt mir was ein. Bei Schloss Eckeberg, mein ganzes Leben habe ich an den Menschen nimmer gedacht und jetzt auf einmal weiß ich seinen Namen. Haneter hat er geheißen. Bei Schloss Eckeberg hat in meiner Jugend ein Schäfer gelebt. Der war berühmt in der ganzen Gegend. Der hat für alles ein Mittel. Herrgott im Himmel, gib mir, dass mein Haneter noch lebt. Moser, man muss hinaufschicken zur Hütte. Den Hornecker lass kommen, meinen braven Franzl, der soll mir den Haneter herschaffen. Hörst du, Moser? Ja. Der Franzl, das weiß ich, der Franzl findet einen, der mir helfen kann. Nur auf 50 Schritt will ich sehen können, nur auf 100, nur so weit, als die Kugel trägt. Ich leb nimmer, wenn ich nicht jagen kann, ich leb nimmer. Ein gellender Vogelschrei klang durch die Bäume her. Graf Ecke hob das Gesicht. Ein irres Lächeln glitt um seine Lippen und die schlaffen Züge spannten sich. Klatschend schlug er die Hände auf die Armlehnen, stemmte sich mit jähem Ruck aus dem Sessel und rief: »Moser, wir halten Jagd! Bring mir die Büchse!« Der Alte schlug vor Schreck die Hände über den Kopf zusammen. »Aber um Gottes Willen, Herr Graf, wo denken's denn hin? Bring mir die Büchse! Ich will vor der langen Nacht meine letzte Jagd noch haben. Adlerjagd. Dieser verwünschten Brut hab ich mein Unglück zu danken. Bring mir die Büchse, die Büchse!« »Herr Graf«, stotterte Moser in ratloser Sorge, »ich bitt Ihnen um Himmels Willen, nehmen's doch Vernunft an. Führe mich. Und Fritz soll den Sessel zum Käfig tragen, nach der Straßenseite, damit die Kugeln gegen die Berge fliegen, nicht ins Dorf. Vorwärts!« Langsam führte Moser seinen Herrn. In der Ulmenallee zwischen Käfig und Parktor wartete der Sessel. Graf Ecke ließ sich nieder und legte die Büchse über den Schoß. »Moser, habe ich hier einen freien Ausschuss bis zu den Adlern?« »Ja, Herr Graf.« »Stell dich hinter mich und hilf mir zielen.« »Hab ich die Richtung?« »Mehr nach rechts, Herr Graf.« Moser visierte über die Schulter seines Herrn. »Ein bissl höher, nur ein bissl. Jetzt meine ich, könnt's recht sein.« Der Schuss krachte. Sich vorbeugend lauschte Graf Ecke. »Zu kurz haben's geschossen.« Der zweite Schuss ging über die Köpfe der Vögel weg. Der dritte traf. Ein Adler stürzte von der Stange und wälzte sich mit schlagenden Schwingen auf den Boden des Käfigs.
Als Graf Ecke das Geflatter hörte, lachte er heiser. »Liegt einer?« Immer rascher folgten die Schüsse. Noch 21 Kugeln musste er durch das Gitter jagen, bis es im Käfig still wurde. »Fertig?« »Ja, Herr Graf, und Gott sei Dank, dass alles vorbei ist.« »Ich will die Strecke sehen. Bring mir die Adler und gib mir eine nach dem anderen in die Hand.« Graf Ecke verzog den Mund, als ihm Moser den ersten Adler reichte. »Sie riechen wie das verwünschte Nest da droben.« Als er den vierten Adler fasste, regte sich in dem Tier ein letzter Funke der noch nicht völlig erloschenen Lebensgeister. Es streckte den hängenden Fuß und krampfte die Klauen ein. Mit leisem Schmerzenslaut schüttelte Graf Ecke die Hand und ließ den Adler fallen. »Willst du noch greifen?« »Moser, führ mich ins Haus.« Als sie zur Fontäne kamen, verhielt Graf Ecke, und in seinem erschöpften Gesicht zeigte sich der Ausdruck eines quälenden Gefühls. »Herr, du mein Gott im Himmel! Moser, was mir jetzt einfällt!« Seine Stimme schwankte. »Mein Kind da drunten! Die arme, liebe Geiß!« Graf Ecke diktierte eine Depesche. »Bitte Rückreise anzutreten! Bin leidend!« Er besann sich. »Nein, nicht so! Das muss ihr Sorgen machen!« »Sie erfährt es noch früh genug. Nimm ein anderes Blatt und schreibe, komm heim, liebe Geiß, habe Sehnsucht nach dir.« Er lauschte dem Gekritzel der Feder. »Hast du?« »Ja, er laucht. So schreibe es noch zweimal ab. Das eine nach Capri, Hotel Kisisana, das andere nach Sorrent, Hotel Tramontana, das dritte nach Amalfi. Und dann lauf zur Post.« Einige Minuten später trat Fritz den Weg in das Dorf an, um die Depeschen aufzugeben. Er fand den Schalter geschlossen und musste die Telegramme dem Seewirt übergeben, der ihn Ärger zu schelten begann. »Was? Der Schalter schon wieder zu? Da hört sich doch alles auf! Es tut kein Gut nimmer mit dem Praktikanten. Den Dienst versäumt er, den ganzen Kalt verjuckst er. Und wenn's nicht anders wird, lass ich einen gesalzenen Bericht ans Oberpostamt abmarschieren. Oder ich red mit dem Pointner anderes, dass er einmal ein End macht. Ich lass den Praktikanten gleich suchen, Herr Fritz, dass die Telegramme fortkommen. Aber sagen's, was macht denn der gnädige Herr Graf? Geht's besser mit dem Gschau?« Fritz zuckte die Achseln und ging davon. Als er die Lände überschritten hatte, gewahrte er auf der Straße vor dem Brucknerhaus eine erregte Menschengruppe. Zwischen wirr durcheinander schreienden Burschen und Weibern stand ein junger Jäger mit erschöpftem Gesicht. Unter Flüchen suchte er, sich aus den Händen loszureißen, die ihn an der Joppe und an den Armen gefasst hielten. »Um Gottes Willen«, stammelte Fritz, »was ist denn?« Der Jäger zog den Diener im Sturmschritt mit sich fort. Da krampften sich wieder zwei Mädchenhände um seinen Arm. Schreiend kamen die Leute gelaufen, allen voran eine alte Bäuerin. Sie trug das weinende Netterl auf dem Arm und jammerte. »Mali, aber Mali, was treibst denn?« Mali hörte nicht. Sie war in die Knie gebrochen. »Aber so reden Sie doch«, stotterte Fritz. »Was ist denn geschehen?« »Die Lumpen, die Gottverfluchten! Von unsere Jager haben's einen erschossen! Am Schneelaner droben liegt er mit der Kugel in der Brust!« Ein gellender Aufschrei. »Johannistag! Johannistag!« Und verfolgt von den kreischenden Weibern und Burschen rannte Mali den Weg entlang, der gegen die Berge führte. Sie stürzte, raffte sich wieder auf, trat in ihre Kleider und riss den Rocksaum in Fetzen. Ehe sie zu den Almen kam, geriet sie in den Nebel, der alle Bäume grau verschleierte. Ein dumpfes Dröhnen. In den höchsten Wänden hatte sich eine Lawine gelöst, die den letzten Schnee des Winters von den steilen Felsen herunterwarf in die Schluchten. Ein Stück des blauen Himmels erschien, eine leuchtende, von finsteren Wolken umflatterte Felswand und ihr zu Füßen das Steinfeld mit der Jägerhütte. Die Tür der Hütte stand offen und an der Blockwand lehnte eine Büchse mit kotigem Schaft. In der Herdstube kein Feuerschein, kein Laut. Hinter der Hütte das Geplätscher des Brunnens. Auf dem hölzernen Trog saß ein Jäger. Sein Gesicht war bleich.
Von dem Steig, der aus den Latschen gegen die Hütte führte, ließ sich Geräusch vernehmen. Im wirbelnden Grau erschien eine verschwommene Gestalt. Der Jäger sprang ihr entgegen. »Jesus Maria!« Das klang wie Schreck und dennoch wie heiße Freude. »Mali! Mali!« Zitternd stand sie, atemlos bis zur Ohnmacht entkräftet, mit entstelltem Gesicht und starrte ihn an wie ein Wunder, das vor ihren Augen den Tod in Leben verwandelte. Er wollte sie umschlingen, da glitt sie schon an ihm nieder und stürzte wie entseelt zu Boden. Keuchend warf er sich auf die Knie, riss die Ohnmächtige an seine Brust, schrie ihren Namen und rüttelte den regungslosen Körper. Sie wollte nicht erwachen.